Frauenrechte und die Entwicklung des Feminismus in Deutschland und den USA. Ihr habt es korrekt gehört. Hier ist meine Präsentation. Im 19. Jahrhundert gab es nur Arbeit für Männer. Nur sie hatten die Möglichkeit, sich zu bilden und zu arbeiten. Jungs wurden auf Gymnasien geschickt, während Töchter zu Hause bleiben mussten. Nur in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei reichen Familien, wurden Töchter auf private Mädchenschulen geschickt. Jedoch wurden Frauen und Männer unterschiedlich gebildet, während Männer Themen lernten, die sie im Leben weiterbringen, hat man Frauen Haushalt, Literatur und Religion gelernt. Frauen sollten im Leben keine Möglichkeit haben zu arbeiten, sondern für immer Hausfrau und Mutter bleiben. Das alles klingt so, als wäre es vor einer sehr langen Zeit passiert, aber leider gibt es Gleichberechtigung in Deutschland erst seit dem November 1918 und das Wahlrecht erst seit 1945. Auch in Amerika gibt es das Wahlrecht erst seit 1920. Aber auch da musste der Mann seine Frau erlauben, wählen zu gehen. In all diesen Jahren haben wichtige Frauen ihr Leben geopfert, damit wir Rechte zu arbeiten und zu wählen zu haben. Alles war okay, da gab es keine Probleme. Bis ein paar Jahre nach. Frauen haben gefunden, dass die Männer mehr bezahlt werden. Und das ist, vor unser zweites Krieg angefangen ist. Und wenn wir jetzt der Prozentsatz in 1940 von Frauen und Männern sehen, Frauen hatten nur 15% bezahlt werden. Nach etwa 20 Jahren, im Mai 1957, verabschiedete der Deutsche Bundestag das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Viele haben Angst vor Feminismus, weil sie denken, Frauen wollten mehr Rechte. Dabei geht es nur um Gleichberechtigung. Obwohl es vielleicht so wirkt, dass wir Gleichberechtigung haben, ist es in vielen Kulturen leider nicht so. Deutschland ist ein multikulturelles Land, in dem viele Menschen altmodisch oder anders denken. Es ist 2021, doch trotzdem werden Frauen unterdrückt und benachteiligt. Und so wird es immer. Danke fürs Zuschauen.